10. Das ich probiere es erstmal mit einem. Ein bisschen schade, sonst gefällt mir das top, das System hier Ground Zeroes und das hier. Ein bisschen schade, dass sie seit Snake Eater das mit dem Hunger ausgenommen haben. Das war eigentlich eine gute Idee. Ja, aber die hatten dann was mit Schnupfen. Das war bei Metal Gear Solid 1. Dass du dich erkälten konntest. Ja, müsste sein. Ja, ja, jetzt kannst du den ja wenigstens mal machen. Werde ich nicht. Doch, werde ich, macht mir Spaß. Okay. Erstmal. Was ja so ist es. Mr. Bombastic! Jetzt kannst du es ja doch im Haus machen. Ah, nee. Ah, das war der falsche Knopf, ich dachte. Steht doch auf 0%. Ich finde das so gut, ne, dass was da so in den Spielen so. Das passt einfach so gut, wenn ich mir einfach alle Moves angucke und. Ach, die Stimmen. Das ist schön. Bla. Wie konnte man Unterstützung auswählen? Also Nachschubmacher? Eidwörter. Und dann gibt es die Option oder was? Ein Funk? Oh, schade. Ja, ich hab die nicht gesehen. Oh, hast du es gesehen? Da ist einer so hochgehüpft, das war so ein Frosch. Das war so dein Ernst? Ich hab's. Na gut. Oh nein, es ist nicht. Du brauchst es. Ich find's aber gut, dass wenn man so rausgeht, dass es dann einen Dolle blendet. Ja, nun komm! Der kommt nicht rein. So, ein anderer. Der hat so eine Granate geworfen. Das ist witzig, du gehst weg mehr, guck mal rein. Du meinst sie? Ja, immer. Finde ich aber auch gut, wie die KI-mäßig miteinander kommunizieren. Okay. Ja, ja. Also KI finde ich an sich schon. Ziemlich gut hier. Er hat es aber nicht mitbekommen. Alter, der Granate. Ja, ja. Alter. Ist er tot wenigstens? Er ist tot, ja. Das ist, du bist Snake, ne? Du hast schon so viele Granatsplitter. Das macht keinen Unterschied mehr. Wie viele Pulten hast du noch? 4. Die mache ich noch? Die beiden und dann den Captain, ne? Captain? Ja, den Führer da. Ja, den habe ich doch. Nee, du hast den anderen weggebracht, der als Captain war, wo du sagst, ich hab den falschen gegriffen. Der andere, der liegt doch unter dem Tresen. Guck mal da hinter dem Tresen. Siehst du? Was siehst du? Tatsächlich. Was hast du vorhin noch gesagt? Ich hab den anderen gegriffen, aber gut, dann mach ich das mal mit dem. Hm. Ja, ich wollte ja eigentlich mit dem anderen machen. Ich dachte, ich habe einen richtigen aus Versehen. Du hast also aus Versehen den falschen genommen, hast aber gedacht, du hast aus Versehen den richtigen genommen. Ist gut. Nein. Wieso ist das passiert? Ruhm verringert. Also, weil du den halt nicht getroffen hast. Na wenigstens halt, du hast die Mission schon erfüllt, aber halt den Ruhm ein bisschen verringert. Ja. Lieber gute Leute als Ruhm. Meine, der I grab a phone call. Was? Der kann ja trotzdem. Was? Noch höher. Komm, ist auch. Ich würde die Endleute sowieso.
irgendwas nicht mit Schaffer überlebt. Ist das deine letzte Folge gerade jetzt? Oh, drei. Ach, Sandsturm. Oh, die können auch bei den Dings verloren gehen. Das hat er auch gesagt. Das finde ich gut. Pass auf, ich hole jetzt erstmal. Siehst du, und das meine ich, wenn du in dem Modus bist, kannst du doch Hubschrauber und Nachschub anfordern. Ja, genau. Please select a landing zone. Support helicopter requested. Ah, jetzt ist ein Hubschrauber anfordern, kostet nicht. Aber ich muss jetzt sowieso raus. Ja, und den kannst du auch. Aber das ist, finde ich, schon wieder auch eine ziemlich coole Neuerung, dass das Wetter Einfluss auf die Furten hat. Extraction failed. Na, jetzt ist die leer. Was ist das denn? No. Verletzungen mussten wir jetzt außer unserem Prolog noch gar nicht heilen. Ja, nur das, was ich hatte. Ist ja zu schnell für so einen Schnee. Ne? Aber wir können jetzt noch in Ruhe nochmal zur Motherbase gehen. Das haben wir ja zum Schluss bei Pisco, glaube ich, auch noch. Es ist angenehm, dass wir das System schon kennen. Ich finde, das nimmt viel ab, also auch von Lernprozessen. Vielleicht ein bisschen paar Neuerungen, aber größtenteils ist es halt das. Development Project has been added. Mission complete, Boss. Immer check. Immer check. Okay, Episode 3. Das ist Spetsnaz Commander. Ich find's eigentlich wiederum eigentlich ganz gut. Ich find's eigentlich gut, dass sie es so gemacht haben, weil man könnte. Weil die nicht zusammenhängen. Nee, auch damit man nicht so den. Am Ende kommt sonst ja immer auch so eine ewig lange Credit-Sequenz, aber. How you feeling, boss? Getting used to being in the field again? Yeah. Having choppers and a horse at your disposal is indispensable for operating in the wilds of Afghanistan. I've got ahead an arrange for you to be able to develop and customize weaponry for support choppers. You can also develop new equipment for D-Horse if you like. Use your iDroid to start development as needed. Ja. Das meinte ich. Ich dachte, es gibt noch anderes Gebiet und das, die beiden sind dann die offene Welt oder so. Hm? Ah, cool, wir haben gleich einen A-Plus-Soldaten. Gleich zu Anfang. Im Kampf. Ja, ansonsten ist er. Nein. S++ ist aber jetzt höchste. Chirurg! Genau, Medizinteam, Intel-Team. Ja, das sieht man ja wieder, alles, genau. Die Symbole, ja. Unruhestifter. Ist ja ganz schlecht. Freiwillig extrahiert? Wer war denn freiwillig? Wir haben noch niemanden freiwillig mitgenommen. Hm. Vielleicht entscheiden die sich danach, also ob sie naja, gezwungenermaßen freiwillig bei uns arbeiten. Side-Ops List updated. By connecting your iDroid to the onboard computer, you turn the chopper into your own Aerial Command Center, or ACC. Some elements of staff assignment and R&D of weapons and items can only be performed from there. Take as long as you need to consider all your options. Ach, das ist genau wieder so. Guck mal, wieder wie die Nummern werden random freigeschalten.
Und nicht in Reihenfolge? Ja. Dass die Lücken gefüllt werden? Ach, das ist schon schön. Ja, finde ich auch. Cool. Okay. Wollen wir uns mal eine Kassette anhören? Das wäre vielleicht. Nee, wir machen jetzt erstmal Motherbase. Ach, das war das doch. Motherfucking Base. So. Machen wir es mit das. Entwicklungsteam. Kannst du die zu. Ach, die werden zugewiesen. So, die im Wartebereich sind die. Okay, also die können wir jetzt zuweisen. Es gibt Entwicklungsteam und Und dann steht auch immer auf, was die gut sind. Das kannst du doch gucken, oder? Ja, das sieht man ja schon jetzt da. Die Buchstaben halt. Ja. Aber die sind alle irgendwie automatisch immer zum Entwicklungsteam hinzugefügt worden. Das machen wir aber nicht. Wir sortieren wieder, oder? Der ist noch in Behandlung. Ach, die sind beide noch gesperrt. Da steht ja vorne so ein Zeichen. Die sind beide noch gesperrt. Naja. So. Ich würde sagen, die Neuzuweisung, weil so behalten wir den Überblick, wer halt können unsere Teams genau individuell zusammenstellen. Ne? Ach, der Bau, das ist die Gefängnis. Ach so, es ist nicht Bauteam, sondern. Okay. Was ist das da? Hier, guck, warte mal ganz kurz. So. Kampf, F und E. Was ist das dann? Das danach? Das hier? Nee, Kampf, oben, die Listensymbole. Kampf, F und E. Hier gibt's keinen Kampf. Ach, du meinst... Die Symbole, genau, die Spalten. Das Kampf, F und E. Was ist das dann danach? Für eine Kategorie? Keine Ahnung. Und das? Danach? Das ist hier. Gibt ja sechs Unterstützung. Unterstützung. Dann? Wahrscheinlich Funk oder sowas. Und das danach ist Medizin. Und in der Mitte weißt du nicht. Vielleicht ist das Intel? Oder Aufklärung? Können wir jetzt neu verteilen? Ne, wir brauchen jetzt welche in dieser Spalte von der. Der ist D. Select Unit. Können wir den auch gerne da einpacken. Staff assigned. Und da der E ist, dann kann er erstmal da bleiben. So. Hier. Das andere ist auch E. Das sind alle E. Ne, da ist noch eine D. Growling Harrier. Wir müssen auf die Spalte gucken. Ach ja, okay. Aber wir können mal gucken, weil der hier... Select Unit. Okay. Und hier vorne, das da vorne ist die Spezialität. Den können wir dann nämlich ins Medizinteam packen. Ja, deswegen habe ich geguckt, ob der eventuell dafür sorgt, dass sowas kommt. Aber nein. Ach, geht's gegen mich? Nein, nein. Okay. Verkaufen kann man das. Ja, lassen wir erstmal. Anpassung? Vielleicht brauchen wir das zum Entwickeln, kann das sein? Irgendwie? Ist möglich. Für Waffengegenstände erstmal. Please specify a project. Wow. Es gab ja auch in Peace Walker viel, okay. Ist ja klar, guck mal, was da oben ist. Ja, aber im Vergleich, dass wir jetzt erstmal den Karton nur hatten, auf einmal ganz schön viel. Okay. Wie viele Punkte haben wir? Wie viel Geld haben wir? Ja, guck ich auch gerade. 309.000 Heroismus. Wie viel können wir schon ein bisschen entwickeln? Ja, da geht schon ein bisschen. Wollen wir das noch machen, Flix? Ja, natürlich, wir haben auch noch ein paar Minütchen. Ja, das kostet nicht viel, was ist denn das einfach nur? Höchstens, ja, Tarnung brauchen wir jetzt nicht so, oder? Ja, Ausrüstung, ich würde eher Ausrüstung kaufen. Okay, 5000. Naja, es ist jetzt nichts im Vergleich zu dem anderen. Ein Karton. Ja, bist du bei alle? Ja. Oder da oben, ich sehe dich? Na, wo Entwicklungen erfüllt sind. Ach, die anderen sind noch gesperrt. Genau. Deswegen würde ich das gleich mal lassen. Das hatten wir. Gesperrt. Ja, ich finde es nicht ganz so übersichtlich. Das ist. Okay. Ja, dann entwickel hier noch ein bisschen. Du kannst ein Portal, eine Granate oder was. Personenschutzschild, Scharfschütze, Zwillingslaufgewehr, eine Pistole, eine Adamska. Automatisches UN-Gewehr. Entwickeln wir doch beide. Ich würde das Schild entwickeln. Ja, mach. Weil das könnte man hinten auf den Rücken packen. Bei Peace Walker. Nee, jetzt hier auch. Ach gut. Ja, vielleicht Leuchtgranate zum Blenden? Ich würde, ich würde dann aber auch noch diese Doppelläufige entwickeln. Rufen. So. Die links, die Doppelläufige? Genau. Was ist das? Das war ein Gewehr.
Ja, ich meine, wir entwickeln ja sowieso so viel wie möglich. Richtig, auch wenn wir nicht alles nutzen, das ist ja egal. Weil wir die GMP haben, wie viel sollen wir machen? Die vergammeln lassen auf dem Konto? Ja, wir haben auch so viel, wir können alles entwickeln, was dann noch zur Verfügung steht. Naja, warte mal, ich wollte nämlich kurz gucken. Ich check's noch nicht ganz, nur mal für mich nochmal. Die da oben, was sind das jetzt für Dinger, die da leuchten? Diese 7, 17, 13, 10, 12. Na, die Waffen. Die. Wie viele es in der Kategorie gibt oder was? Ja. Und ganz vorne ist aber alle. Weil hier gibt es nämlich noch für die Begleiter. Deswegen wollte ich jetzt... Ja, fürs Pferd, hast du eben nicht zugehört. Deswegen würde ich vielleicht nicht alles gleich bei Waffengegenstand ausgeben, sondern und auch schon mal bei dem anderen Projekt. Hochleistungs Außenbord Lautsprecher. Aber wir haben ja noch genug, um den Begleiter das eine, was wir haben, zu entwickeln. Das machen und dann Begleiter und dann gucken wir, wie viel wir noch haben. Na, das kostet 50.000, haben wir noch 180. Please specify project. 190. Ja. Und genau, du siehst auch hier. Wie viele Ränge gibt's? Gehen wir ganz nach außen. Okay, also später, wenn dann so viel aufploppt, dann werden die genug GMP-Mangel haben. Denke ich. Hauen wir jetzt nochmal rein. Schön in your Shoppingbahn. Shopping. Ne? Snake Shop militärische Ausrüstung. Freut sich ja voll, wenn er einen neuen Granatwerfer hat. Das neueste Modell, krass. Das glänzt so schön. Das war gestern erst auf dem Markt. Ach krass, guck mal. Die dauern dann auch länger, die zu entwickeln. Ja, das ist bei schwierigeren. Die hat einen höheren Rang. Okay. Aber für eine Adamska ist das schon okay. Jetzt aber nur 9000. Revolver Ocelot, wir haben ein Geschenk für dich, eine neue mit 6 Schuss. That's the thrill of your life. Okay. Das hat er doch immer gesagt. Weil echt? Na, als er uns das erste Mal gegen uns gekämpft hat, ein Snake Eater. Oh, you feel the thrill? Die Aufregung, als er da mit den 6 Kugeln, die Nachladezeit, die ist so spannend mit dem Kampf, ja. Also es gibt Nebenoperationen in der Marderbase. Ja. In Afghanistan. Ja. Und wichtige Nebenmissionen. Gut. Gut. Und jetzt frage ich dich, bevor wir ausnahmen, uns noch eine Kassette anhören möchten. Ja. Eine kurze, schnelle Minutenanzahl. Ich guck mal ganz schnell. Okay. Meinst du, da steht die Minutenanzahl? Haben wir immer eine gehabt. Das suchen wir irgendwann aus. Info, Musik. Eine Auslotungsbesprechung 1 würde doch passen, oder? Das ist doch ein gelber Punkt, also scheint wichtig zu sein. Oder passen. Snake, I wanted to ask you about the man on fire. What do you remember from the hospital? Anything we can use? Well, he took off the moment the sprinklers started up. Sprinklers? The fire system? And when he got sprayed with water from the burst pipe, it slowed him down. When we escaped on horseback, he wouldn't cross the river either. And then it started to rain. And he disappeared. Water against fire. Is it that simple? I mean, it makes sense. It's just hard to believe it would work on a guy like that. Jo. Gut. Haben wir uns erstmal eine angehört? Soll jetzt später, sein? Genau, können wir ja vielleicht für den Background dann noch mehr machen. Wenn das passt. Ja, ich flieg mal zur Mother. Oh, ich lass uns mal zur Motherbase fliegen, während wir Pause machen. Und sind jetzt wieder hier und starten dann einfach die nächste Episode in der Motherbase. Really? Really. Nice and slowly. Ne? Nö. Aber gut. Ja. Es macht auch schon beim Zugucken schon Spaß. Mal sehen, wie es ist. Ja, man merkt auch, man kommt jetzt wieder rein. Also das ist jetzt vielleicht am Anfang, hat es kurz einen Moment gedauert bei der ersten Mission. Soll vielleicht auch nicht gleich so dafür geeignet sein, dass man ohne Schleichen oder irgendwas was hinkriegt. Ja, genau. Ist ja aber auch nicht schlimm, finde ich. Also man kann ruhig erstmal seine kurze Zeit brauchen. Das denke ich. Ne? Genau. Ja. Ja, so, wir landen jetzt gerade auf der Motherbase. Für euch seht ihr dann in der nächsten Episode den Anfang hier in der Motherbase. Vielleicht gibt es ja was Neues, vielleicht auch nicht. Dankeschön für das Zuschauen. Für das Zuschauen. Und das nächste Mal ich, oder?
Ja, und Kommentare, ne, sind wie unten immer vorhanden für euch. Ihr könnt gerne ein paar Theorien, aber keine Spoiler reinschreiben, die wir dann gerne hören oder lesen würden. Richtig. Wir diskutieren nämlich selbst mit euch über den aktuellen Verlauf. Bis dann!